Figuren für die Kinderseele. Eine Therapeutin will mit Puppenspiel kleinen Patienten helfen. Ich sehe, was das Kind braucht und begleite das Kind. Aber die Lösung finden, das tut das Kind selber. Guten Morgen. Du bist der Pelle? Das ist ein schöner Name. Ich bin die Pamela. Hi. Ich möchte mit dir spielen. Aber ich möchte nicht mit Karten spielen. Ich möchte was anderes mit dir spielen. Und dafür darfst du einmal mit mir mitkommen. Pamela Brockmann ist Puppenspieltherapeutin der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen. Heute kümmert sie sich um Pelle. Der Sechsjährige hat Neurodermitis. Es liegt ein dreiwöchiger stationärer Aufenthalt vor ihm. Zusammen mit seiner Mutter Ulrike Meitzner. Also eigentlich haben wir alles bisher, was von der Medizin vorgeschlagen wird, von der normalen Medizin ausprobiert, an Medikamenten, an Kosmetika und so, um die Neurodermitis halt in den Griff zu bekommen. Das hat alles immer über einen kleinen Zeitraum geklappt und dann kam der ganze Quatsch wieder verstärkt zurück. Und irgendwann habe ich dann hier von der Klinik gehört, über eine Freundin, die mit ihren Kindern hier war. Also wir haben überlegt, ob wir was machen. Und dann ist es aber so schlimm geworden, dass wir einfach gesagt haben, wir müssen jetzt was unternehmen. Ja, und jetzt sind wir seit 2 Tagen hier und ich hoffe sehr, dass es was bringt. Weil es eigentlich die letzte Adresse ist im Moment. So. Pamela Brockmann hat ihre Puppen alle selbst kreiert. Figurenspiel brauchen wir nicht nur Figuren, wir brauchen auch ganz andere Sachen. Und damit soll Pelle eine Geschichte erzählen. So, Kisten voller Sachen. Sag mal, Pelle, weißt du, warum deine Haut juckt? Nee. Weißt du das? Ja. Nee, die juckt einfach, ne? Nee. Oder? Nee. Weißt du, wieso die juckt? Ja. Warum juckt die denn? Ich hab Neurodermitis. Du hast Neurodermitis, richtig. Weißt du denn, warum du Neurodermitis hast? Nee. Wäre doch viel schöner ohne, oder? Nee. So, ich meine, wenn ich einen Erwachsenen fragen würde, warum hast du Neurodermitis, weiß der auch nicht weiter. Das heißt, man kann über diese Erkrankung nicht besonders gut reden. Aber der Pelle kann in dem Spiel zeigen, wie es ihm geht. Das ist natürlich auf einer Symbolebene mit den Figuren erzählt. Und Sie können ja mal hinterher gucken, ob Sie die Geschichte verstanden haben. Weil ich gucke mir die Geschichte dann an und ich kann dann hinterher sagen, was der Pelle gut gebrauchen kann, damit die Haut weniger juckt. Klingt ein bisschen geheimnisvoll, aber ist eigentlich ganz einfach. Seit 4 Jahren leidet Pelle unter dieser Stresskrankheit. Wem gehört denn der Schatz? Der. Ja. Der gehört dem da. Es ist seine erste Therapiestunde mit Puppen. Das ist ein richtig großer Schatz. Oh, sowas habe ich mir immer gewünscht. Aber hey, das ist doch deiner. Schenk ich dir gerne. Kann ich dir denn irgendwas Gutes dafür tun, hey? Nö, ich hab alles. So, jetzt kannst du noch rübergehen zum Spiel. Vom Spiel her, was er hier erreichen könnte, wäre zu sagen, klar, teilen, das Tauschen, alles schön, aber dich komplett weggeben, dich ganz selber vergessen, damit du für die anderen da bist, Pelle ist zu viel des Guten. Und das kann man jetzt an dem Spiel schon mal sehen, ja, dass er da ein Thema laufen hat, um andere zu unterstützen und zu helfen, sich selbst dabei zu vergessen. Wir begleiten Pelle und seine Mutter auf einen Spaziergang. Sie hat die Glasknochenkrankheit. Ihr Sohn klammert, will sich einfach nicht von ihr trennen. Aber genau das soll er hier lernen. Es ist ein steiniger Weg für Kind und Mutter. Er hat durch die Neurodermitis ein gestörtes Selbstwertgefühl. Und ich hoffe, dass sich das ändert. Er richtet sich eben nach mir und nie nach seinem Willen. Und so, ne? Einmal hinsetzen. Jan ist schon eine Woche hier. Sonnenstuhl setzen, aber einmal hinsetzen. Sitzprogramm. Er ärgert sich darüber, dass seine Mutter ihm nicht gesagt hat, wann und was sie vorhat.
Und gerade darin liegt sein Problem. Der Sechsjährige muss immer alles unter Kontrolle haben. Hat deine Mama gesagt, was sie für einen Termin hat heute? Vielleicht beim Psychologen oder so? Muss ja ein Einzelgespräch sein. Sonst wäre das ja nicht über Mittag. Und hat sich gedacht, der große Jan kriegt das in der Schule auch hin, ist hier kein Problem. Vielleicht. Nein, ich weiß nicht, wann die Mama kommt. Aber du weißt, dass sie kommt. Ja, nur nicht wann. Du könntest die Zeit jetzt mit auf dem Stuhl sitzen verbringen oder mit einer Geschichte spielen. Das ist jetzt deine Entscheidung. Gut, bleiben wir auf dem Stuhl sitzen. Waren die eigentlich am Ende alle tot? Die waren alle tot, ne? Woran ist denn der Indianer noch gestorben? Ja, der ist vom Baum gefallen. Der ist vom Baum gefallen, ne? Und der Fuchs ist erschossen und der... Ja, es war ein hartes Schicksal. Guck mal, wie der Löwe so drauf ist. Gib mir mal zurück. Findest du, das ist ein Löwe? Mhm. Weißt du, wie ein Löwe geht? Mit einem Geräusch. Warum bist du der? Gib mir mein Trikot zurück! Los! Solange Jan therapiert wird, wohnt seine Mutter Beate Wilking ebenfalls in der Klinik. Wie sehr belastet Sie das jetzt? Anstrengend ist das, weil er auch immer wissen will, wo ich bin, wann ich wo bin, was ich mache. Dann zu sehen, dass er eben ständig unter Stress ist, das ist für mich natürlich auch nicht schön, weil ich immer denke, mit 10 Jahren wird das erste Mal ein Geschwür haben, wenn man so permanent gestresst ist. Und das ist schon schwierig. Und wenn man Dinge macht, die er nicht möchte, dann ist das auch schon mal, dass er ein bisschen ausrastet, Theater macht, klar, wie die Kinder dann so sind halt. Und das ist schon auch anstrengend. Denken Sie auch selber drüber nach, was mache ich vielleicht falsch als Mutter? Denkt man, klar. Weil irgendwo muss es ja herkommen und dann denkt man natürlich von mir. Weil mit mir ist er meistens zusammen oder auch mit meinem Mann, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Jan. Wann kommt meine Mama zurück? Deine Mama kommt zurück, wenn sie fertig ist. Wann ist sie fertig? Das weiß ich ja nicht. 6 Minuten. Hast du zum Überlegen? 6 Minuten sind sehr kurz. Trotzdem. Jan hat hier auch Schulunterricht. Beate Wilking erzählt uns, dass ihr Sohn alles sofort geregelt haben muss. Auch seine Hausaufgaben. Sonst würde für ihn eine Welt zusammenbrechen. Ja, du hast ja eine ganze Menge hier zu tun, ne? Was? Heute, ne? Mit Rechnen, mit der Schule, dann diese Puppenspieltherapie, die du heute gemacht hast, ne? Mhm. Habe ich mit dir gemacht. Du warst bei der Frau Gürtchen. Heute nicht? Nee, beim Puppenspiel. Ach, das hast du heute gespielt? Ja, habe ich dich gespielt. Bei der Frau Gürtchen? Und was habe ich da gemacht? Gequatscht. Und was? Weißt du gar nicht. Der nächste Morgen bei Familie Brockmann. Hier ist wieder dein Thema. Verkehr. Unsere Brücke, die einstürzen wird. Die ausgebildete Puppenspieltherapeutin ist verheiratet und hat 2 Söhne. Wenn ich zu Hause bin, bin ich Mama. Ich versuche meine Kinder nicht zu therapieren. Ihr Hobby? Das sind die Anfänge. Puppentheater. Das sind meine ersten Figuren. Und zwar sind das Theaterfiguren vom Kasper-Theater. Die sind aber auch alle selber gemacht. Und das ist mein Kasper. Und er hat auch meine Haare. Die waren damals noch heller. Die sind nachgedunkelt. So. Und wenn ich den auf der Hand habe, dann ging es mir wunderbar. Und dann wollte ich mehr davon. Ne, Kasper? Ja, und einmal hat eine andere versucht, den Kasper zu spielen, weil ich nicht konnte. Hat nicht funktioniert. Der Kasper musste ich immer sein. Aber wir haben dann immer jeder verschiedene Rollen gespielt. Aber den Kasper hatte ich immer auf der Hand. In der Klinik steht heute autogenes Training auf dem Programm. Der Magen ganz stark
Pelles Mutter lernt gerade, sich zu entspannen. Die Eltern sollen hier auch an ihrem Verhalten arbeiten. Später muss Ulrike Meizner auch noch zur Neurodermitis-Ernährungsberatung. Pelle und Jan haben gerade Modellierstunde. Hast du eine Idee, warum es einmal rot und einmal grau ist, Pelle? Nee. Am besten so. Und dann jetzt hier wieder nach unten rausschneiden, damit die Ecke wieder rausbricht. Sehr gut. Rausziehen. Das sieht irgendwie besser als Pelles aus. Es ist immer eine wunderbare Möglichkeit, wenn die mit ihren eigenen Figuren noch ihre eigene Geschichte spielen können. Weil, auch wenn ihr es nicht glaubt, dieses Gerippe hat irgendwie was mit dir zu tun. So. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Muss ich da jetzt eine Nase ranschieben? Genau, aber wir nehmen die Schere dazu, nicht das Messer. Ist leichter. Das sind doch herrliche Nasenlöcher, ne? So, jetzt müsst ihr eure Finger ein bisschen. Nein, das mag ich nicht. Wie, habt ihr beide nicht gerne Matsche an den Fingern? Nein, doch. Nicht sehr gerne. Ich hasse es. Du hast das. Ja, so dass man möglichst. Aber da muss Pelle jetzt durch, damit sich sein Stressmuster verändert und die Krankheit verschwindet. Seine Chancen stehen gut, denn nach Angaben der Ärzte werden 85% der Neurodermitis-Patienten hier geheilt. Und das Puppenspiel sei ein wesentlicher Baustein dieser Behandlung. Im Prinzip kann man das Spiel verstehen als ein Probehandeln. Das Kind probiert neue Verhaltensweisen aus. Und die Erfahrungen, die es im Spiel macht, sind für das Kind genauso reell wie Erfahrungen, die es draußen hier auf dem Flur macht. Und dann nimmt es die Erfahrung von dem Spiel wieder mit in den Alltag rein. Und bringt neue Erfahrungen vom Alltag wieder mit ins Spiel. Und kann dann hier Verhaltensweisen, Gefühle, Gedanken einfach versuchen zu verändern. Ich mache nur die Musik an. Im Snuselraum darf nun gekuschelt werden. Erzählen. Hör es einfach zu, ganz in Ruhe. Pelle und seine Mutter gehen jetzt auf Fantasiereise. So entspannt über diese Wiese zu gehen, sich einfach alles anzuschauen, die Wärme der Sonnenstrahlen zu spüren und mit jedem Ab und auf, immer entspannter zu werden, es einfach nur genießen, dort sich übers Wasser treiben zu lassen. Ulrike Meizner fällt es noch schwer, ihr Verhalten gegenüber Pelle zu verändern. Ich lerne hier viel, dass die Haut nicht der Mittelpunkt ist, sondern Pelle. Aber das muss man lernen, weil man immer geneigt ist, durch Zuwendung und durch Mitleid alles leichter zu machen. Aber der Pelle kann alles sehr gut allein. Auch wenn es krabbelt und wenn es juckt. Aber wir schaffen das. Ne? Nee. Ja? Wir sind doch zusammen. Nee. Ne? Immer wieder Austausch mit den Eltern. Hier werden Gefühle und Bedürfnisse der Kinder angesprochen, die sonst oft im Verborgenen bleiben. Aber die Richtung ist gut. Die Richtung ist gut. Es ist ein richtig schönes, intensives Spiel gewesen. Ich nehme damit, dass ich ihm eben nicht diesen ganzen Tagesablauf immer getaktet vorkaue, sondern dass er auch mal ein paar Überraschungsmomente haben muss, dass er eben lernt, dass man eben auch ohne Kontrolle leben kann, dass er so ein bisschen die Kontrolle abgeben kann. Und dass ich ihm vorher schon immer gesagt habe, ich gehe jetzt in den Keller, weil ich Wäsche mache, also immer alles genauso formuliert habe, wie es war, was falsch war. Und das habe ich hierbei auch gelernt.